Das Ostseebad Damp liegt ca. 50 km nördlich von Kiel im Bundesland Schleswig-Holstein. Liebe Wohnmobilfreunde, Wohnmobilpark Damp. Ich war schon des Öfteren da und jedes Mal gibt es wieder was Neues. Was jetzt neu ist, viel mehr Fahrzeuge haben jetzt Platz, also am Anfang, zur Anfangszeit. Ja, zurzeit haben wir 170 Festplätze und Überhangplätze auf dem Rasen, unbefestigt, aber auch sehr gemütlich. Wir haben dieses Wochenende ca. 300 Wohnmobile hier und da fragt man sich, warum fährt man überhaupt nach Damp? Wegen dem schönen Platz. Wegen dem schönen Platz. Viel Platz an den Wohnmobilen. Es ist sehr ruhig hier. Dann haben wir Damp selbst aus dem Schwimmbad, Saunabereich. Das Ostsee-Feeling. Ostsee-Feeling, kommt schön schwimmen. Dazu. Hm. Ja, das Wasser hat in um die 24 Grad. Also das ist schon fast Mallorca-Temperatur. Genau. Ne? Und die Radfahrer kommen hier auf die Kosten. Da kann man eben Richtung Damp fahren oder in die andere Richtung gehen. Ja, Richtung Kappeln, Richtung Eckernförde sind Fahrradwege. Ja. Also sehr schöne Fahrradwege hier. Ja. Also wenn man was unternehmen will in Damp, kann man das natürlich. Ja, da ist ein Schwimmbad, da ist Wellnessbereich, da ist Bowlingcenter, da ist, ja. Ich habe eine Tochter, sie hat Baywatch 2 hier am Wasserskilift hinter uns. Aha. Und sie hat die Baywatch 1 am Hauptstrand. Da können sie Eis essen, Kuchen essen und Kaffee, Pommes, Currywurst, alles, was man so alles braucht. Ne? Wasserski fährt man hier. Wasserski fährt man hier, ja, genau, das habe ich ganz vergessen. Das ist hinter uns, direkt hinter uns. Da ist auch gut was los. Da kann man schön gucken, wie die Leute hinfallen und starten und Loopings machen. Ja. Also jede Menge los hier in Damp. Jetzt noch ein paar Bilder dazu. Und dann, glaube ich, habt ihr den Grund, warum ihr nach Damp fahren sollt. Damp liegt ja direkt an der Ostsee und der Wohnmobilpark ca. 300 Meter vom Hundestrand entfernt. Vom Hundestrand aus spaziere ich an der Ostsee entlang und treffe direkt am Yachthafen ein. Hunderte von Yachten und Booten liegen hier angeleint im geschützten Hafen und warten auf die nächste Fahrt auf die See. Der eine genießt den Kaffee, der andere relaxt auf dem Boot und die nächste Seefahrergeneration besucht schon einmal die Segelschule. Die Albatros liegt schon lange in der Düne und dient jetzt als Urzeitmuseum. An exklusiver Stelle steht das Ostsee-Restaurant. Von hier aus hat man einen tollen Blick über den ganzen Hafen und dessen Treiben. Spiel, Sport und Badespaß wird hier großgeschrieben. Und Ruhesuchende ziehen sich in einen Strandkorb zurück. Mich interessiert jetzt aber das Wikinger Golf gleich hinter dem Baywatch 1. Mit viel Liebe zum Detail wurde hier eine Spielanlage für Groß und Klein geschaffen. Nachher kehre ich natürlich im Baywatch ein und versuche eine der Leckereien, die der Thilo ja aufgezählt hat. Entdeckerbad, so nennt sich das Erlebnisbad im Ostsee-Resort Damp. Es beherbergt ein Außen- und Innenbecken, eine 97 Meter lange Eventrutsche und als Höhepunkt vereinen sich 8 verschiedene Saunen in ein Wikingerdorf. Im Ostseebad Damp wird also viel geboten und es wird Zeit, dass wir uns den Wohnmobilpark näher anschauen. Wir fahren in Richtung Damp und werden am Ortseingang in einen Kreisel fahren. Dort verlassen wir diesen bereits in der ersten Ausfahrt. Nach ca. 500 Meter haben wir die Einfahrt zum Wohnmobilpark erreicht. Nun habt ihr die Qual der Wahl. Sucht euch eine freie Parzelle für euer Wohnmobil aus. Parkt dieses und erlebt ab jetzt Urlaubsstimmung in einer lieben Gesellschaft und mit vielen Gleichgesinnten. Der ganze Stellplatz ist parkähnlich und mit vielen Grünflächen versehen. Bitte beachtet, dass ihr die Parkrichtung einhaltet, so wie hier das Rückwärts-Einparken gewünscht ist.
Die Wohnmobile stehen auf einer Schotterfläche, die von Rasen umgeben ist. Jede dieser Parzelle ist sehr großzügig bemessen. Das gefällt auch den Hunden. Große Wohnmobile finden hier genügend große Stellflächen. Sollte der Hauptplatz voll sein, gibt es noch genügend Platz auf der Ausweichwiese. Hier kann aber nicht jedes Wohnmobil mit Strom versorgt werden. Das Sanitärgebäude ist gleich am Stellplatz. Selbst Waschmaschine und Trockner sind hier für euch anzutreffen. Nun geht es aber zur Anmeldung. Hier kriegt ihr die Platzkarte und Informationen über den Platz und den Ort. Hier könnt ihr gleich die Brötchen für den nächsten Tag bestellen. Auch für das leibliche Wohl wird hier gesorgt. Gleich neben der Anmeldung ist die Taverne Achilles zu finden. Diese bietet griechische Spezialitäten und vieles andere an. Serviert wird im gemütlichen Restaurant oder im Garten. Für uns Wohnmobilisten ist eine hygienische Entsorgung auch ein Thema. Diese wurde in Damp so großzügig gebaut, dass man seinesgleichen sucht. Grillabende und gemütliches Beisammensein wird an verschiedenen Tagen angeboten. Wer will, kommt einfach dazu. Ein Aufenthalt in Damp lohnt sich alleweil. Darum, wir sehen uns im Wohnmobilpark Damp. Ich war schon da.